das Reiten. Zum Reiten geht ihr bitte mit euren Lehrern durch die Eventhalle bis zum Eingang der Reithalle. Ihr geht mit eurem Teampartner in die Halle und stellt euch dort in Zweierreihen hintereinander auf. Seid anschließend bitte sehr aufmerksam, denn jetzt folgt noch eine kleine Einweisung für den Umgang mit den Pferden. Erstens, ihr nehmt euch aus der Kiste pro Team einen Reithelm. Zweitens, ihr geht mit eurem Teampartner zum Pferd. Bitte rennt nicht polternderweise von hinten an das Pferd. Es hat ja hinten keine Augen und könnte sich erschrecken. Geht bitte ruhig und langsam von vorne auf das Pferd zu. Drittens, wir zeigen euch kurz, wie man nicht auf das Pferd aufsteigt. Hektisch und mit viel Krawall. Das gefällt uns Pferden gar nicht. Viertens, richtig geht es so. Ihr setzt euch bitte sanft und ruhig, leicht nach vorne gelehnt auf das Pferd. So gefällt uns das. Fünftens, auch das Führen zeigen wir hier zuerst einmal falsch. Bitte nicht den Strick um die Hand wickeln und auch nicht zu weit weg vom Pferd stehen. Also, ihr haltet den Strick locker in der linken Hand und die rechte Hand hält den Panikhaken. Das ist der silberne Haken an der Trense, nah am Kopf des Pferdes. Sechstens, beim Führen bitte nicht am Strick ziehen und nicht weit weglaufen. Das Pferd sollte neben eurer Schulter laufen. Siebtens, wenn ihr absteigt, solltet ihr auf Folgendes achten. Den Oberkörper legt ihr leicht nach vorne und dann gleitet ihr mit dem rechten Bein über die Gruppe des Pferdes, so nennt man das Hinterteil, sanft auf eurem Bauch nach unten. Achtens, wenn ihr abgestiegen seid, tauscht ihr bitte die Rollen und somit auch euren Reithelm und den Strick. Neuntens, nach dem Reiten legt ihr bitte den Reithelm zurück in die Kiste und verlasst die Reithalle.